So, tut mir leid für die kleine Unterbrechung, da bin ich aus Versehen auf OBS gekommen und habe den Bildschirm verschoben. Das Aufnahmebild. Und ja. Gut, wir sind immer noch hier bei den Finstersturm-Dingens-Lager. Und wir wollten gerade rein und mit Baba Yaga reden. Ja, geil. Da laufe ich mitten rein. So, dann reden wir mit Arin. Ist hier jemand? Ich höre Kampfgeräusche. Da hinten. Ach so, die trainieren. Gut. Sehr gut. Kennen wir jetzt ihren genauen Ort? Schnell, sag mir, wo sie ist. Arin, ich befürchte, der Kampf ist nicht zu unserem Gunsten gelaufen. Außerdem scheint Phantomdiebin Leia geflohen zu sein. Ich schlage vor, dass du und deine Freundin draußen warten, während ich Magie benutze, um sie herzubringen. Ja, das macht Sinn. Wir überlassen die Sache dir und warten draußen. Jackie, gehen wir. Baba Yaga wird diese Vermaledeit-Diebin schon fassen. Wir können uns draußen die Zeit vertreiben. Begleite Arin zu den Pforten des Lagers und warte auf Leia. Sprich mit Leia. Zu den Pforten also. Aber ich schaue mich erstmal hier um. Das Lager ist sehr, sehr groß. So, ich laufe einfach durch, ne? Wir ignorieren mal hier die. Oh. Ein Elite-Gegner. So, dann komm her. Hier, hüpfen. Das war ein. Und Nummer 2 voll. Yes. Oh, nein, stopp. Mist. Ebenbahn, Finstersturmkoloss. Vielleicht sollte ich. Nee, die tauchen ja wieder. Die respawnen sowieso wieder. I won't let take any. Take my meat. Also er lässt sich den. Also er will sein Fleisch. Also er lässt nicht sein Fleisch von jemandem wegnehmen. Ich wage es nicht, mich zu bewegen, weil ich okay, ich bin zu spät. Machen wir es noch?
Yep, die haben es geschafft. Und die beiden haben wir auch noch. So, wir haben es mit ungefähr 7 Gegnern aufgenommen. Und darunter war dieser Elite-Gegner, Koloss. Ember. Was ist denn mit dem los? Der spackt ein bisschen rum, oder? So, wir müssen uns jetzt heilen. Deshalb ist es nicht so gut, wenn wir uns im Kampf befinden. Ich bin ein Händler. Siehst du mich, meine Schubkarre? So. Jetzt heilen wir uns ein bisschen. Hoch. Und dann geht's weiter. Nein. Ich würde gerne auf die Kiste. Ja, das geht auch. Auf den Zaun. So. Wir heilen relativ langsam hoch. Ja. Wir haben 7 neue Gegenstände. Zack. Was ist das? Vorräte. Achso, ja. Oh, wir haben anscheinend keinen Platz mehr. Was passiert, wenn wir zerlegen? Die Dinger hier. Nicht handelbar ablegen, nicht möglich. Was ist das? 112 LP. Und das ausreicht nach 50. Kann man das irgendwie sortieren? Ja, kann man. Verteidigung 177, Verteidigung 60, okay. Das ist schlechter. Haben wir irgendwas bekommen? Nö. So, 110. 10. Verteidigung 70, Verteidigung 65. Ausweichen 66, Ausweichen 110. Weg damit. Weg damit. Verteidigung 65. Max LP 204, ne? Ja, dann können weg. Ausweichen minus 3. Was ist das? Yep, weg. Da. Okay, nein. Das ist blau, deshalb wahrscheinlich. Okay, sortieren. So, wir sind wieder hochgeheilt und haben auch ein bisschen mehr Platz. So. Gut. Ja, ich wollte ja hier alles mal erkunden. Mit einem feindlichen Gebiet. Ich glaube, die Leiter können wir nicht hoch, ne? Ne. Schade. So, da ist ein Lagerfeuer. Hier sind ein paar Finsterturmwächter. Boah, Schätze. Will haben. Aber die Alpha-Wand lässt es nicht zu. Okay, dann weg hier. Da haben wir wohl einiges gesehen hier. Dann gehen wir mal zur Arin. Mhm. Einfach mal mittendurch. Wo ist denn der Arin? Star Söldner Salim.
ein fliegender Händler? Händler Garrett. Wir sind da oben. Und hier ist noch eine Nebenquest. Die alte Truhe müssen wir auch noch machen. Okay. Okay, hier haben wir alles gemacht. Gut, dann... Garrett, erzähl. Hey, du. Du kannst doch kämpfen, oder? Bitte hilf mir. Händler Garrett schaut nervös umher. Vor einigen Tagen wurde ich von Wüstlingen angegriffen. Ich habe meine Habseligkeiten schnell im Sand vergraben und bin geflüchtet. Jetzt möchte ich gerne meine Sachen wiederholen, aber ich habe Angst, ihnen erneut zu begegnen. Wenn du mich begleitest, trauen die sich garantiert nicht aus ihren Löchern. Begleite den Händler zu seinen Sachen. Danke dir. Siehst du die Klippen dort? Wenn du der Formation folgst, kommst du an eine Felsnase. Dort habe ich meine Sachen vergraben. Mit dir an meiner Seite werden sich die Wüstlinge nichts trauen. Gut. Mist. Wo waren nochmal seine Sachen? Ich sollte verstehen, was die sagen. Also nicht einfach mal die durchlesen. Okay, bitte dich an den Ort. Ah, hier. 577, 639. So, 577 auf der X-Achse. Und 639. Auf der Y-Achse. Da. Mein Schatz. Meine Familienerbstücke sind sicher. Jetzt bin ich. Was? Was? Ha! Ausgetrickst! Du bist so leicht zu spielen wie eine Kinderflöte. Ich werde dich mit meinen Zähnen auseinanderreißen. Ja, ich weiß, dass ich zum Fressen gern bin, aber nicht heute. Und die Musik dazu. Voll die Kämpfe. Möge man mich rächen. Das waren seine letzten Worte. Ach, da unten ist das der Wüstenbazar. Ich weiß, wer du bist, Garrett. Ich weiß genau, wer du bist. Noch einmal falle ich dich wieder nicht drauf rein. Leia. Wir haben sie gefunden. Und sie wirkt so. Ist sie jünger geworden? Ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Wir gehen jetzt zu Arin. Wo ist denn der Arin? Am Eingang hat er gesagt. Die Frage ist, wo ist der Eingang? Also bei der Pforte oder so. Ist das hier? Geht's nicht runter. Boah, das war knapp. Beinahe bin ich runtergefallen. Nein. Ich will da hoch. Aber ich kann nicht.
So, ich würde ungern die Outrun-Funktion benutzen. Ach, hier. Hier ist der Wüstenwasser. Ja, Marie, was liegt an? Oh, hallo. Ich bin eine reisende Alchemistin. Ich reise durch die Welt und lehre die Kunst der Alchemie. Um das zu finanzieren, verkaufe ich Tränke und Elixiere mit besonderer Wirkung. Erst letzte Woche habe ich 3 neue Elixiere erfunden. Willst du mal probieren? Für dich ist es gratis und ich kann ein paar Beobachtungen anstellen. Probiere Regenbogenparadies. So, jetzt haben wir mal, also sie sagt beeindruckend. Und wir sollen den zweiten Trank probieren. Man kann nicht den... Der Becher ist leer, aber du kannst ihn für das zweite Elixier benutzen. Okay. Ah, Exfalagon. Probiere Exfalagon. Ja. Gut. Dann der dritte Trank. Probiere das Getränk. Okay, anscheinend hat sie Erfolg. Das ist die Reaktion, die sie sehen wollte, hat sie gerade gesagt. Das Getränk. Dieser feine Tropfen nennt sich das Getränk. Du bist voller Energie, als es dir die Kehle runterläuft. Wow, das ist wirklich das Getränk. Gut. Das war die Quest. Relativ einfach und schnell.